Hey zusammen und willkommen zum Let's Test, zu meinem ersten Let's Test hier auf diesem Kanal, und zwar von Terrazoology oder Terrazoologie, wie man es gerne aussprechen möchte. Dieses Spiel basiert auf einer Art Minecraft-Klon, wie man das jetzt hier auf dem Screenshot schon sehen kann, hier im Hintergrund. Es basiert auf einem Minecraft-Klon. Ist schon ganz schick, finde ich, wenn man sich hier den Hintergrund mal so anguckt. Und hier hinten ist auch so ein bisschen leicht verzerrt ist und so ein bisschen unscharf wird, finde ich schon ganz gut. Dieses Spiel befindet sich noch in der Pre-Alpha, das heißt, hier ist noch alles möglich, hier ist noch nichts fest ausgebaut. Dieses Spiel ist noch lange nicht fertig. Daran wird also noch lange gearbeitet, wird noch viel sich in der nächsten Zeit natürlich tun. Trotzdem habe ich gedacht, machen wir das Let's Test jetzt schon mal. Dann können wir auch viel besser verfolgen, was sich dann so in der nächsten Zeit vor allen Dingen noch mit diesem Spiel so entwickelt. Es ist also noch die Pre-Alpha, keine Alpha oder Beta. Minecraft ist ja eine Beta-Version, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Es ist also noch die Pre-Alpha, sozusagen noch die Vor-Vor-Vor-Version. Also wie gesagt, da tut sich auf jeden Fall noch einiges, beziehungsweise wird sich auch noch einiges tun. So, jetzt habe ich ja schon ein bisschen von dem Spiel selbst erklärt. Da wir ja einen Let's Test durchführen, habe ich jetzt natürlich auch gedacht, wir reden nicht nur über das Spiel, sondern probieren das Ganze natürlich auch in der Praxis aus. Das heißt, wir gehen jetzt mal erstmal auf Singleplayer und erstellen uns eine neue Welt. Das ist genauso wie bei Minecraft, sieht nicht viel anders aus. So, go to back. Jetzt will er gerade nicht zurück. Egal, wie gesagt, das ist wie bei Minecraft so ähnlich aufgebaut. Create new world, load oder delete. Wir machen erstmal eine neue Welt. Wir nennen die einfach mal Let's Test. Let's Test. Und klicken gleich mal auf Play. Jetzt wird diese Welt neu generiert, beziehungsweise diese Welt wird generiert. Hier sieht man dann auch nochmal bis 100%, bis es dann fertig geladen ist. So, und da sind wir auch schon mitten im Spiel. Die Sonne geht gerade auf. Wo befinden wir uns jetzt hier? Ah, so sind wir hier gerade. Gar nicht so einfach zu erkennen. Natürlich auch mit der typischen Leiste, mit seinen ganzen verschiedenen Sachen, wie zum Beispiel eine Axt, eine Steinspitzhacke. Das ist irgendwie eine Art Dynamit, soweit ich das bemerkt habe. Und natürlich auch Fackeln. Wir wagen uns mal ein paar Schritte. Genau, das sind irgendwie noch irgendwelche hüpfenden Dinger, aus denen wird wahrscheinlich auch irgendwann mal was draus werden. Vielleicht die ersten Monster. Aber bis jetzt kann man sie mit den Slimes bei Minecraft selbst mit vergleichen, da das ja auch solche viereckigen Kästchen sind, die da hin und her springen und einen da versuchen wollen zu töten. Also, so sieht das Spiel jetzt erstmal aus. Eigentlich schon von der Grafik her schon ganz schick, wenn man sich das mal so vorstellen darf, dass es noch die Pre-Alpha ist. Von daher oder bis dahin sieht es auf jeden Fall wirklich schon schick aus. Wir versuchen mal was abzubauen. Oh, jetzt haben wir, guck mal, die Fackel sogar dahin gesetzt. Können wir aber nicht wieder entfernen, oder doch? Wir probieren es mal. Doch, kann man doch ohne Probleme wieder entfernen mit der Axt zum Beispiel. Wir gehen mal noch ein bisschen weiter. Wir wollen ja auch die ganze Landschaft uns ein bisschen angucken. Und daran sieht man mal, dass dieser World Generator
Generator. So. Das auch wirklich schön gemacht hat, wenn man sich hier mal die Berge und alles sowas anguckt. Könnte ich mich jetzt bei Minecraft selbst nicht entsinnen, dass diese Berge da auch so hoch generiert werden. Denn wenn man hier mal guckt, es sind wirklich schöne Landschaften schon dabei. Vor allen Dingen nicht alles gleich, sondern auch ein bisschen unterschiedlich. Von den Bäumen da rein geht wohl auch schon eine Höhle, so wie ich das sehen kann. Also von daher finde ich das schon gar nicht schlecht. Und was sich vor allen Dingen da entwickelt, interessiert mich jetzt mal. Da gehen wir doch mal gemeinsam hin. Wollen wir doch mal hier rum. Auch das Wasser finde ich ganz toll. Wir fliegen mal ein Stückchen hoch und gucken uns das Ganze mal von hier oben an. Das finde ich auch schon nicht schlecht. Auch das Wasser selbst nicht. Bewegt sich auch schon so ein bisschen. Und hier auch eine große Art von Berg, so wie man das hier auf jeden Fall sehen kann. Auf jeden Fall ganz unterschiedlich wurde das Ganze hier generiert, dass man sich bei Minecraft noch nicht ganz so wirklich vorstellen kann, diese unterschiedlichen Ebenen bzw. überhaupt diese Größenunterschiede hier überhaupt so zu sehen. Finde ich auf jeden Fall schon einen positiven. Oder ist auch ein positiver Aspekt, den man hier auf jeden Fall mal erwähnen sollte. Dass es diese Unterschiede hier, diese Größenunterschiede gibt. Von der Steuerung her ist es nur verkehrt herum. Macht man die Maus nach unten, geht auch das Bild nach unten, nach oben, nach. Und es geht auch nach oben. Ich glaube, bei Minecraft ist es seitenverkehrt. Hier ist es aber richtig rum. So, guck mal, da oben ist sogar die Sonne zu sehen. Finde ich auch nicht schlecht. Ist nicht ganz so riesig, aber auch nicht so klein, so dass man auf jeden Fall noch alles erkennen kann und das auch so ein bisschen, ja, Realität mit sich bringt. Hier oben zum Beispiel. Was ist das? Das sieht aus wie Schnee, umso höher. Da kommt dann auch mal so der ein oder andere Schnee zum Vorschein. Finde ich auf jeden Fall. Wenn man das jetzt mal hier von oben mal alles so betrachtet, wie sich das Ganze hier aufgebaut hat, finde ich das schon echt wahnsinnig, denn das ist ja schon was ganz Starkes eigentlich, was sich hier so aufgebaut hat als Map, wo man spielen kann, wie das halt alles generiert wurde. Wir fallen mal einfach runter. Jetzt haben wir uns aber noch mal rechtzeitig gestoppt, um nicht ganz so viel Leben zu verlieren. Wir gehen mal wieder ein bisschen hier rum. Wo können wir lang? Wir gehen mal hier einfach runter. Oder wir bauen einfach mal was ab. Wir nehmen uns mal die Axt in die Hand und können sozusagen den Rasen hier abbauen. Können wir aber nicht aufnehmen, habe ich schon mal festgestellt gehabt. Man kann aber alles abbauen. Das ist halt hier, wie gesagt, das ist jetzt Gras. Und man kann hier unten auch direkt die Erde abbauen. Finde ich natürlich auch schon gut, dass diese Unterschiede schon mit bedacht wurden und sowas auch schon eingefügt wurde. Wir suchen uns jetzt mal eine Höhle hier irgendwo in der Nähe. Da sieht es doch schon ganz schön aus. Wir gehen da mal, fliegen da einfach mal hin und gehen da mal rein. Wir haben ja unsere Fackeln dabei. Die können wir natürlich auch jederzeit platzieren. Sie leuchten zwar noch nicht so richtig, wie die Fackeln an sich eigentlich sollten, aber sie spenden denn doch schon mal ein bisschen Licht, falls man sich irgendwo befindet, wo es relativ dunkel ist und man halt ein bisschen Licht braucht. Finde ich natürlich auch schon dementsprechend eine gute Sache. Wie gesagt, ist nicht viel Licht, aber etwas ist dann doch schon dabei. Finde ich, wie gesagt, bei diesem Spiel auch schon nicht schlecht. Auch wie das Wasser jetzt hier zum Beispiel gerade lang läuft. Es hat noch nicht so den richtigen, ja, Bewegungseffekt, dass es so richtig fließt oder irgendwo runterfließt, sondern das ist natürlich alles noch
in der richtigen Blockform, wie man es jetzt so schön nennen darf. Aber wie gesagt, dieses Spiel befindet sich noch in der Pre-Alpha. Es ist, wie gesagt, noch nichts entwickelt, beziehungsweise dadurch kann man natürlich sein Urteil auch noch nicht so kritisch machen, da man ja noch gar nicht weiß, was sich aus diesem Spiel noch so eines Tages entwickelt. Und ich habe schon jetzt das Gefühl, da wird sich auch eines Tages auch noch so einiges entwickeln. So, wir fliegen mal runter und nehmen uns mal die Axt in die Hand und bauen mal ein paar Bäume ab. Jetzt haben wir hier gerade so einen schönen Baum vor uns. Wir können ja erstmal noch eine Fackel setzen. Vielleicht sehen wir dann ja noch ein bisschen mehr. Da zum Beispiel eine Fackel. Genau. Dann auf der anderen Seite noch eine kleine Fackel. Dann sehen wir den Baum doch schon viel besser. Dann nehmen wir uns mal die Axt in die Hand und bauen uns ein bisschen Holz ab. Nimmt er das Holz eigentlich auf? Nein, er nimmt das Holz nicht auf. Warum nimmt er das Holz eigentlich nicht auf? Finde ich ja jetzt schade. Also bei mir ist es leider der Fall, dass das Holz nicht ganz aufgenommen wird, beziehungsweise die Items selbst nicht aufgenommen werden. Könnte natürlich jetzt noch ein anderes kleines Problem hier sein, was natürlich noch bei der Entwicklung mit dabei ist. Ist aber natürlich noch lange kein Problem. Da wird sich natürlich in der nächsten Zeit noch einiges tun. Das finde ich auch schon an der Grafik hier allgemein so schön eigentlich relativ gesagt. Denn dafür, dass es noch so eine Vorversion ist, wollen wir es mal so nennen, ist das doch Wahnsinn, was hier denn doch schon für Landschaften so entstanden sind. Beziehungsweise was sich hier überhaupt für Landschaften sozusagen bilden. Denn das ist ja auch schon so ein kleiner Effekt, der das ganze Spiel dann auch schon ein bisschen schöner macht. Wir nehmen mal so ein Dynamitteil da in die Hand. Sieht man zwar nicht in der Hand, aber ich hab's in der Hand. Und dann kann man das Ganze hier auseinandersprengen. Diese einzelnen Blöckchen fallen dann sozusagen in sich zusammen und schwupps sind sie auch schon weg und man könnte sich jetzt, wenn man Lust hat, hier weiter runtergraben. Wir graben uns auch einfach mal weiter runter. Wer weiß, wo wir nachher hinkommen. Nur schade, dass bei mir sich die Blöckchen nicht aufheben lassen. Vielleicht ist es bei euch anders. Bei mir geht's momentan leider nicht, aber das macht ja nichts. Wir probieren das trotzdem mal aus und buddeln uns mal ein bisschen tiefer. Vielleicht kommen wir dann mal in eine richtige Höhle sozusagen, wie man sie auch kennt, mit anderen Steinsachen. Ja, hier kommt uns schon was anderes entgegen. Könnte jetzt Sand sein, wenn ich mich nicht ganz täusche. Gucken, wo kommen wir hier ganz hin? Ich sehe nichts mehr. Wir müssten mal wieder ein Stückchen hoch. So, jetzt haben wir uns mal wieder aus der ganzen Sache rausgebuddelt und da wollten wir eigentlich in Wirklichkeit hin. Eine riesenschöne große Höhle. Natürlich noch nichts erkundet. Von niemandem. Wir sind jetzt hier die Ersten, die jetzt hier alles erkunden dürfen. Und das machen wir denn doch glatt mal. Wo sind wir hier versteckt? Eine Höhle des Grauens. Also so viel Licht spenden natürlich die Fackeln noch nicht. Aber es ist immerhin schon etwas, was uns hier gegeben wird. Nicht viel, aber für die ersten Momente, um sich das Ganze so ein bisschen näher anzuschauen, reicht das doch völlig aus. So, dann wollen wir doch mal schauen, wo kommen wir hier eigentlich hin? Hier unten habe ich das Gefühl, wird es immer dunkler.
Und wir kriegen auch gar nicht mehr unser vollständiges Licht hin. Das kann natürlich auch sein, dass es jetzt draußen auch dunkel wird. Und wollen wir doch mal schauen, wo lang spaziert die Sonne gerade? Ja, ich glaube, sie geht langsam unter. Es kommt langsam zur Dämmerung. Hier sind auch schon ein paar Sterne am Himmel zu erkennen. Also so von der Atmosphäre hier bietet dieses Spiel natürlich schon eine ganze Menge, vor allen Dingen, was sich nachher im Endeffekt auch noch alles daraus entwickeln wird. Das ist natürlich auch noch so eine andere Sache, die man später noch begutachten müsste, aber der World Generator gefällt mir sozusagen schon sehr gut. Sieht man ja daran, wie das Ganze hier schon so aufgebaut ist, dass es nicht alles so ebenerdig ist und kaum Berge existieren, sondern es ist schon richtig hübsch, wenn man das mal so sagen darf, wie sich das Ganze hier so aufbaut. Jetzt teste ich doch mal was, ob ich hier irgendwas ändern kann von der Welt her, von der Uhrzeit. Nee, ändert sich noch nichts. So, jetzt habe ich das Ganze mal so ein bisschen vorgespult, damit wir uns auch noch mal die schöne Nacht angucken können, wenn das dann in dem Spiel Nacht wird. Hier oben haben wir den Boden oder da unten haben wir den Boden. Was sind das denn für Blöcke? Jetzt haben wir eine Fackel ran gemacht. Interessant. Können wir nichts mitmachen? Können wir jetzt. Doch, das ist ein ganz normaler Grasblock. Schade. Können wir momentan nichts mitmachen, aber interessant, was es hier auch für Blöcke gibt. Ja, so sieht jedenfalls, wo haben wir jetzt den Mond? Jetzt haben wir den Mond verloren. Suchen wir ihn nochmal. Da unten haben wir die Erde. Na, wo ist denn der Mond? Da ist der Mond. Von der Landschaft an sich ist es wirklich schon nicht schlecht. Was mir natürlich gerade auffällt, ist, dass es also wirklich ziemlich dunkel ist. Also wenn es hier wirklich dunkel ist, man sieht von der Welt nichts mehr. Sobald man so ein Stückchen abgehoben ist, soweit man sich oder sobald man sich so ein bisschen vom Erdboden selbst entfernt, dann ist es auch wirklich duster hier in diesem Spiel. Das muss man schon sagen. Könnte vielleicht noch einen kleinen Tick geändert werden, sodass es nicht ganz so duster ist, sodass man sich noch so ein bisschen orientieren kann. Ist aber noch lange kein Makel an diesem Spiel. Das ist, wie gesagt, alles noch in der Entwicklung. Und da wird sich wahrscheinlich auch noch eine Menge tun. Nicht wahrscheinlich, da gehe ich mal ganz stark von aus. Trotzdem finde ich das schon eine super Sache, was man hier so machen kann. Wir sind da jetzt schon so ein klein bisschen mal durch die Gegend so geflogen, damit man sich das Ganze mal ein bisschen genauer anschauen kann. Und das finde ich wirklich gar nicht schlecht. Dass man die Blöcke jetzt oder bei mir speziell jetzt gerade nicht aufnehmen kann, finde ich gerade schade. Ich hätte das jetzt gerne mal ausprobiert, schon so ein bisschen was zu bauen. Aber gut, das kann man jetzt vielleicht gerade nicht vermeiden. Ich hätte es jetzt auch nicht anders erwartet, wenn jetzt alles hundertprozentig funktionieren würde. Davon kann man, wie gesagt, in so einer Version noch nicht ausgehen. Was aber natürlich schon positiv an dieser ganzen Sache ist, die Welt an sich, wenn man eine neue Welt erstellt, die dann generiert wird, die baut sich wirklich schon schön auf. Es entstehen große Berge, verschiedene Ebenen, verschiedene Bäume. Es ist nicht alles gleich. Bei Minecraft könnte es ab und zu ja mal ein bisschen anders sein, dass mal nicht ganz so hohe Berge mit dabei sind. Aber wie gesagt, das finde ich an diesem Spiel auf jeden Fall schon gut. Für diese
Vor-Vor-Vor-Version ist, ist denn doch schon eine ganz große oder gute Leistung, die sie hier schon miterbracht haben. Und wir sind ja auch schon so ein bisschen gemeinsam über die Landschaft selbst ein bisschen geflogen. Ist natürlich auch ganz schick. Somit konntet oder könnt ihr euch ja eure eigene Meinung schon zu diesem Spiel so ein bisschen bilden. Dieses Spiel Terrazoology oder Terrazoologie könnt ihr übrigens noch kostenlos euch runterladen und auf eurem PC installieren und dann natürlich testen, spielen, wie es bei euch gerade alles so funktioniert. Ich könnte jetzt zum Beispiel noch nicht bauen aus irgendeinem Grund. Vielleicht habt ihr aber noch die Möglichkeit dazu, das schon ausprobieren zu dürfen. Ja, also so sieht mein Fazit bis jetzt zu diesem Spiel auf jeden Fall aus. Es ist wirklich gut schon gestaltet, eine sehr gute Grafik, wenn man das mal so sagen darf. Und man kann sogar später, müsste man auch gleich seine eigenen Texture Packs wieder mit einfügen können. Ich glaube, das wird auch später funktionieren, beziehungsweise das wird dann wohl noch als extra Option eingefügt werden. Oder man kann das, glaube ich, schon. Nee, ich glaube, man kann es noch nicht. Wird aber mit Sicherheit mit der nächsten Zeit oder in der nächsten Zeit dann auch kommen. Es gibt ja auch noch diese eigene oder diese extra Homepage von Terrazoology. Ich werde den Link dann auch nochmal in die Videobeschreibung packen, wo ihr das dann auch später kostenlos euch ziehen könnt, um dann auch gleich loszuzocken sozusagen. So, das war's dann auch schon mit diesem kleinen Let's Test erstmal von mir. Für diejenigen, die es gefällt, denen auch dieses Spiel gefällt, finde ich schon wirklich dann ganz gut. Würde mich natürlich dann auch freuen. Ihr könnt natürlich dann auch euer Feedback von diesem Spiel, von diesem Video natürlich dann auch unten in die Kommentare schreiben. Würde mich natürlich auch interessieren, wie eure Meinung so zu diesem Spiel im Allgemeinen ist. Also bis dahin hören wir uns dann wieder in den nächsten Tagen. Bis dahin also macht's gut.